Hallihallo, ihr Leutos. Willkommen im Saftladen. Hier kommt jetzt das zweite Video. Und zwar geht es um Schattieren. Ich hoffe, ihr habt das letzte Video gesehen. Und zwar habe ich da mega kompliziert erklärt, wie der Shit funktioniert oder wie man was anwendet und so weiter. Jetzt machen wir das Schattieren. Ich habe letztes Video diesen kleinen Weezy gemalt. Achtung, er sieht nicht wunderschön aus, aber er dient zur Anschauung, okay? Nur zur Anschauung. So, ich gehe jetzt mal in das kleine Fensterchen. Wo ist es denn? Da, also. Funktioniert das? Okay, also. Das ist jetzt mein Weezy. Ich habe hier oben eine Referenz gemacht. Hier habe ich schon die Farbe eingefüllt. Das war's. So. Ich habe zwei Methoden, wie man schattieren kann. Die eine ist wesentlich umständlicher, finde ich persönlich. Ich habe eine neue irgendwann mal per Zufall gefunden, aber ich zeige euch einfach beide, dass ihr selber euren perfekten Weg finden könnt. Die umständlichere ist die, mit der ich anfange, und zwar, ich mache eine neue Ebene, ich mache aus der neuen Ebene ein Clipping-Tool, ne, also hier eine Clipping-Mask, das ist dieses Zeichen hier unterhalb des Auges, das heißt, dass nur die untere Ebene angemalt wird. Nehme jetzt mit der Pipette eine Farbe, so. Nutze natürlich jetzt den Vektorpinsel, weil ich habe jetzt, ich mal generell gerne lieber einen Vektorpinsel, weil das halt für den, ich male halt viele Sticker und das ist für den Stickerdruck einfach ein bisschen hübscher als, also für mich, für meine Kunst. Es ist natürlich immer Ansichtssache, wie man was haben möchte, so. Okay, also, ich habe jetzt diese Farbe ausgewählt hier von dem Weezy, gehe jetzt einfach mal ein bisschen runter und gucke nochmal, ja, ich bin in der Clipping Tool und male den Schatten. Dafür habe ich, wie gesagt, immer die Farbe ausgewählt, habe es dunkler gezogen und jetzt male ich hier die Ränder nach. Achtung, nicht jeder Rand. Es ist meiner Meinung nach sehr, sehr schwierig, jemandem zu erklären, wie man einen Schatten macht. Ich wurde schon oft gefragt und meine Standardantwort ist immer, guck dir bitte Objekte an und schau, wie der Schatten fällt. Weil besser kann man das nicht beschreiben, weil es gibt keinen... Also für mich gibt es nicht irgendwie einen Pro-Tipp, der Schatten fällt immer von da. Das ist ja immer auf das Lichtobjekt und auf die Form und Umgebung und auch wie viele Lichtobjekte da sind. Jetzt macht der Satz keinen Sinn mehr, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt immer unterschiedliche Situationen. Deswegen schaut euch Objekte an. Ich weiß zum Beispiel in meinem Fall, dass ich hier den Schatten male. So. Kommt auf der anderen Seite auch noch einer hin. So. Ich mache das quick and dirty, ne? Also ich hoffe, ihr verurteilt mich nicht. So. Mach mal hier den Pinsel ein bisschen größer. So. Dann kriegt er so richtig, upala, so richtig geile Augenringe. Das ist natürlich der Nachteil. Also ihr könnt auch die ganzen Füllwerkzeuge auf unterschiedliche Ebenen machen, dann würdet ihr jetzt halt nicht in das Auge reinmalen. Aber wie gesagt, ich mache quick and dirty zur Anschauung, dass ihr halt wisst, wie ich den Shit mache, also wie ich den früher gemacht habe. Gott, ich habe so viel Zeit leider damit verschwendet. So, hier radiere ich nochmal ganz kurz. Okay, so, kommt hier auch noch so ein Augenring hin. Oh je. Oh, oh, oh. Oh, so. Gott. Naja. Ist quick and dirty. So. Das ist jetzt erstmal grob. Dann möchte ich natürlich das Rot auch haben. Mach ich hier. Pedde, Rot, auch ein bisschen dunkler. Neue Ebene, Clipping Mask. So, dann mache ich hier mal rein. Ups. So. Der anderen Seite auch. Es wird auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen 3D-iger, auch wenn es immer noch nicht wunderschön ausschaut. So, hier kann ich noch ein bisschen mehr malen. Dann reicht mir das Blau nicht. Ich mache nochmal eine Ebene. Ups, so. Wähle dann das Blau aus, was ich als letztes hatte. Gehe dann noch ein bisschen runter. Mache dann quasi hier so drei Schichten Schatten. So eine kleine Zwiebel. So. Hier dann auch noch. So, und wenn ihr jetzt schaut, sieht auf jeden Fall schon wesentlich mehr nach 3D aus als vorher. Also, natürlich würde ich dann auch noch die Augen ein bisschen dunkler machen. Ich auch. So. Da hatte ich das hier. Ne, das.
Nee, das. So, ja, noch ein bisschen runter. Hier, hier auch noch so einen kleinen Rand. So. Okay. Hoppala. So. Okay. Tada. Wenn ihr etwas heller machen möchtet, müsst ihr quasi andersrum denken. Also ich gehe jetzt nochmal auf den Blauton. Ups. So. Wähle ihn nochmal aus und mache ihn ein bisschen heller. Na, nehmen wir mal das hier. Und wir sagen jetzt, unser Weezy ist glänzend, also kommt hier dann was hin. Und hier ist auch noch ein Lichtreflex. So, und hier auch noch. So. So. Okay. Das ist jetzt unser Weezy. Machen wir jetzt noch eine Ebene, noch ein bisschen heller. Und machen quasi hier das dann noch so ein bisschen schöner. So. Das wäre jetzt unser glänzender Quick and Dirty Weezy in Schattiert. So habe ich das früher gemacht. Ich persönlich finde das umständlich. Deswegen markiere ich jetzt die ganzen Sachen einmal. So, mehrere auswählen. Und sag jetzt bye bye und lösche den Shit. So. Oh, das war so viel Arbeit. Nein, Quatsch. So, dann wähle ich jetzt nochmal. Also ich wähle eine neue Ebene aus. Mach wieder die Clipping Mask. Oh Gott. Dann gehe ich hier auf der linken Seite wieder auf den Vektorpinsel. Ich wähle aus Schwarz. Gehe hier in die Ebeneneigenschaften. Anstatt Filmmethode normal suche ich abdunkeln. Gehe auf 50%. So. Und dann, was jetzt passiert. Also das Programm sucht sich automatisch den Wert hier in dunkler raus. Und malt in der dunkleren Farbe halt einfach. So. Dann mache ich genau das gleiche noch einmal. Also ich mache die Schattierung. Uppala. Ja, hab jetzt ein bisschen drüber gemalt. Aber nochmal. Das Coole ist jetzt, ich kann hier einfach ins Auge reinmalen und ihr seht, es ist automatisch ein dunkleres Rot. Oh Gott, wie viel Arbeit und Zeit ich mir damit jetzt spare. So, habe ich hier auch noch einen Schatten gehabt. So, perfekt. So. Was ich jetzt mache ist, ich mache eine neue Ebene, wieder eine Clipping Mask und ich mache quasi die gleiche Prozedur noch einmal, also 50% wieder ungefähr. So. Dann male ich einfach hier den Schatten nochmal nach und ihr seht, es wird automatisch dunkler, weil wir natürlich auf dem schon dunkleren, der dunkleren Farbe noch eine dunklere Farbe malen. Das heißt, wenn ich hier jetzt rüber male, seht ihr, ist das die gleiche Farbe. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier ist genau die gleiche Farbe. So. Okay. Male ich hier das einmal nochmal nach. Hallo? Da stimmt was nicht. Mein Stift hat keinen Saft mehr. Nein, ich muss mal kurz Pause machen. Eine Sekunde. Oh. Ja gut, 2 Stunden später, würde ich sagen. So, ich glaube, der Stift ist wieder ein bisschen geladen. Ich hoffe, es reicht. Oh, sweet Jesus. Beste Tutorial der Welt. Nicht. Okay, okay, okay. So, ich bin hier stehen geblieben. Mache hier die Schatten, wie ihr seht, kann ich halt beides gleichzeitig anmalen. Das mache ich letzte Zeit eigentlich relativ oft so. Also ich mache das, glaube ich, immer mit dieser Methode. Nenne sie, wie gesagt, Quick and Dirty, weil das ist sie jetzt geile, super feine Methode. Aber es sieht halt auch cool aus, vor allem hier in dem Comic-Stil. So. So, warte mal. Hier muss ich nochmal drüber malen. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr. Hoppla. So. Das ist meine aktuelle Methode, wie ich Schattierungen mache. Tada! Dafür brauche ich nur einmal den Ebenenmodus und ja, den Vektorpinsel und Clipping Masks. So, ich hoffe, euch hat dieses mega verwirrende Tutorial gefallen. Wie gesagt, ich bin nicht gemacht für Tutorials, aber ich hoffe, ihr lernt so ein bisschen aus meinen Methoden. Werde auch noch weitere Videos machen. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen oder was auch immer, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es. Okay,
Bis dann, ciao. Und hört meine Musik. Ciao. Oh Mann.